Das ist aber interessant. Hm? Peter, kannst du dich erinnern? 2018 gab es die Diskussion im Tennis, die Frauen sollen die gleichen Preisgelder wie die Männer bekommen. Was? Hm? In einem Interview sagte Rafael Nadal, weibliche Models verdienen mehr als männliche Models. Und niemand sagt etwas. Und warum? Weil sie eine größere Anhängerschaft haben. Auch im Tennis verdient derjenige mehr, der ein größeres Publikum schafft. Redest du jetzt von Pornomodels? Die sind wohl dein Spezialgebiet. Das ist ja unerhört. Wie dem auch sei. Wo war ich? Das ist sehr leicht zu verstehen. Es geht nämlich nicht darum, ob man männlich oder weiblich ist. Wir sind beide gleich. Wenn sie mehr Tickets verkaufen als wir, sollen sie auch mehr gewinnen als wir, sagte Rafael Nadal, nachdem er wegen Preisgelder von Feministinnen kritisiert wurde. Wolfi, auf was willst du eigentlich hinaus? Ja, warte doch mal. Am Ende des Interviews sagte Rafael Nadal, wir leben in einer Zeit, in der man nicht einmal eine Meinung haben darf, weil alles, was man sagt, gegen einen selbst gerichtet wird. Wen meint er? Wo darf man nicht seine Meinung sagen? Ach, du hast du mich jetzt wirklich nicht zugehört, oder was? Bei den Feministinnen! Ach ja, das ist wohl wahr, das stimmt. Ja. Wenn man da irgendwo seine Meinung äußert, wird man sofort als frauenfeindlich eingestuft. Ja. Ich habe mich von meiner Frau scheiden lassen, weil sie immer alles dominieren wollte. Und wenn ich mich dagegen gewehrt habe, dann hieß es, ich bin frauenfeindlich. Sag mal, wie unterscheidest du eigentlich das Verhalten von Männern und Frauen? Wolfgang. Es ist einfach schlecht, wenn Frauen in ihrem Verhalten zu Männern werden. Ja, wir sind absolut gleich. Aber es ist schlecht, wenn Frauen den Feminismus benutzen, um die Männer zu dominieren. Das schafft einen großen Riss zwischen Männern und Frauen. Ja. Manche Frauen fühlen sich ungerecht behandelt und beschweren sich drüber. Und dann machen sie genau dasselbe, worüber sie sich beschweren. Ja. Aber trotzdem ist der Feminismus wichtig, ja, oder? Ja. Hm? Ja. Hier, schau mal her. Bis 1958 brauchte die Frau eine Erlaubnis vom Mann, wenn sie arbeiten wollte. Ja, noch besser. Bis 1971 hatten die Frauen in der Schweiz nicht mal Wahlrecht. Und man kann es nicht leugnen, dass die Frauen am meisten unter häuslicher Gewalt leiden, oder? Der Feminismus ist eine wichtige Dimension für die Gesellschaft. Serena Williams meinte auch, dass 63% der Preisgelder an Männer geht. Sie setzt sich wirklich dafür ein, für Gleichberechtigung der Frauen. Serena Williams, die macht viel für Frauenrechte. Ja. Was für einen Sponsor trägt die? Wie ist das? Was spielt das für eine Rolle? Komm, sag mir, welchen Sponsor die hat. Weiß ich nicht. Puma, Adidas. Reebok, Nike! Nike! Ja, dann Nike. Na und? Nike steht in einem ganz schlechten Licht da. Mehrere Topmanager mussten gehen, nachdem sich weibliche Mitarbeiter beschwert hatten über sexuelle Belästigung und Nachteile beim Gehalt. Ja, aber was kann denn bitte Serena Williams dafür? Und die Topmanager mussten gehen. Also das heißt ja, doch, dass die... Die meisten Mitarbeiter, ja? Die Kleidung und Schuhe herstellen in Vietnam und Indonesien sind Frauen. Die müssen jeden Tag 9 bis 13 Stunden arbeiten und das 6 Tage die Woche. Ja. Wolfi, die werden da nicht so gut behandelt. Ja, das ist tragisch. Mhm. Aber ich verstehe immer noch nicht, was Serena Williams damit zu tun hat. Die setzt sich doch genau dafür ein, dass sowas nicht passiert. Indem sie sich zur Werbeikone machen lässt für den Konzern, wogegen sie angeblich kämpft. Und das glaubst du? Sag mal, was willst du damit sagen? Dass Serena Williams sich als Feministin feiern lässt und da nichts tut, wo sie was tun könnte, weil sie wirtschaftliche Interessen hat. Serena Williams missbraucht den Feminismus, ja,
Für Publicity und Geld. Aber sie ist ja nicht die Einzige, die auf diesen Feministinnenzug aufspringt. Ja, was willst du sein? Was willst du jetzt damit sagen? Dass Feministinnen falsch sind? Nein! Nein! Wolfi, Feminismus ist wichtig. Aber nur, wenn er ehrlich ist und für wahre Gleichberechtigung sorgt. Aber doch nicht dafür, dass ein Geschlecht das andere unterbuttert. Aber davon verstehst du einfach nichts. Hol mir lieber noch ein Bier. Ja, sag mal, bin ich deine Frau? Hol dir selbst ein Bier. Hm. Bring mir einen mit. Ja!